Ne? Ja, ouch, danke. Eieiei. Ja, machen wir sicher noch fortfahren. Gut, und jetzt mache ich was anderes. Jetzt werde ich nämlich von hier nochmal durchgehen, weil ich diesen einen... diese eine Geschichte aktivieren will, wo ich mit der Lore fahren muss, ne? Einmal, zweimal, wow, zweimal, dreimal, viermal, na, was jetzt? Nach oben? Genau, durchtauchen. Gut. Und hier, und hier, und hier, und hier vielleicht auch noch, und da. Ja, schön. Zack, ouch, danke. So, wo war jetzt diese Stelle? War die eh schon hier? Na super. Ich lasse mich wieder von allen angreifen, was mir so herumdeucht und fleucht. Schild. Und ich muss aufpassen, dass mich der Raubschleim nicht erwischt, sonst ist mein Schild ganz schnell wieder weg. Stachi! Hey! So. Gut. Nee, das nicht. Diese da. So. War das jetzt hier schon? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Nee, natürlich war es hier noch nicht. Doch, war schon hier. Wir müssen nämlich hier rüber. Nein! Eieiei. Können wir hier auch schon was machen? Nee, das war die Geschichte. Oder müssen wir da jetzt runter? Ich bin mir jetzt... Boah. Ja, doch. Wir müssen hier runter. Stimmt schon. Das ist ja noch so weit, der Weg. Eieiei. Ob wir jemals ankommen werden, ohne hier... elendig zu sterben. Ich sterbe relativ oft in diesem Let's Play und ich lasse mich permanent von irgendwelchen komischen Gegnern ja, treffen. Wie auch immer. Egal. Ja, Herzen hätten ja keine drin sein können, die ich notwendig bräuchte, aber naja. So, Stürme und sowas. Hey, pop. Pop, pop. Und runter da. Wir machen nochmal Sturmkerne und da war es jetzt hoffentlich, oder? So, ein Herz. Sehr schön. Wenigstens ein... Lass... Das... ja, diese Typen, die können ganz schön nervig sein. Oh. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich mit dem einen Herz diese Stelle schnellstmöglich schaffe. Genau, einmal hier und einmal hier und einmal hier. Oh, eine Kiste, sehr schön. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass hier jetzt eine Kiste kommt. Herz. Achso, nee, du bist ja... Autsch. Wow. Wieso hatte ich jetzt kurz einen Frame-Einbruch? Das ist merkwürdig. Das dürfte nicht sein. Ja, zum Glück, ich erreiche die Kiste, bin ich froh. So, jetzt kann ich wieder sterben, ist kein Problem mehr. Zack, ein Schlüssel, sehr schön. Gut, dann hätten wir hier den Schlüssel, dann werden wir jetzt diese eine Stelle besuchen. Aber jetzt, ups, oh, das war jetzt absolut keine Absicht. So, gut. Und rein in die Teleporter. Ja, nach unten und, boah, wo war das jetzt? Nein, so nicht. Wir müssen nach links, müssen wir, ja. Oh, ein Herz, auch gut. Ja. Das hat jetzt super funktioniert. So. Gut, zumindest das ging. Ja, und ich bin schon wieder 100-mal getroffen worden. Aber ist ja nichts Neues, ne? So. Die müssen wir besiegen. Weißt du, jetzt kommen wir nicht bei der Tür raus, ne? Ja, gut. Wo seid ihr? Eigentlich würde ich dir ja echt gerne eher auch wirklich ja besiegen, aber ich schub sie irgendwie alle in den Abgrund runter. Ich meine, ist auch eine Möglichkeit, sie zu besiegen, aber lieber würde ich sie besiegen, weil da kommen ja manchmal Herzen raus. Und wie man sieht, ich habe ja etwas Mangel mit Herzen. Ich bin schon wieder fast leer. Das Problem ist ja auch, dass man nur mit 3 Herzen startet, wenn man stirbt. Und nachdem ich relativ oft sterbe, starte ich auch relativ oft mit 3 Herzen. So, hier ist wieder die Gefahr mit dem Laserauge. Ja.
Wupp. Autsch. Okay. Gut, ja, genau, da wollte ich her. Machen wir jetzt erstmal diese... Ich sterb schon wieder. Na. Ne, ja. Ja, super. Gut. Gut, gut, gut. Wahrscheinlich komme ich da hinten jetzt ohnehin nicht weiter. Mal gucken. Wir sehen. Wo kommen wir hier hin? Krüge, ganz viele Krüge. Hoffentlich mit vielen Herzen und vielleicht sogar eine Fee. Ja, und blöden Zauberern. Aber den hau ich jetzt auch einen Krug rauf. Ja, ich sage jetzt nichts dazu. Da kommt her. Ich werde euch töten. Beide. Also einer ist schon tot und hat einen Rubin hinterlassen. Ach, wie toll. Wow. Gut. Ja, es sind wirklich viele Krüge da. Das gefällt mir ganz gut. Sturm, nicht Sturmkerne, Pegasuskerne und Blutkerne. So. Tja. Oh, schön. Eine Highspeed-Plattform. Ich liebe es. La 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 la. Ja, und ich wusste es. Es ist vollkommen sinnlos, was ich hier gemacht habe. Das ist der falsche Weg. Da ist nur der Boss. Ja, ja je, ja je, ja je. Aber jetzt weiß ich's. Hätte wahrscheinlich auf die Karte gucken können, dann hätte ich es vorhin auch gewusst. Ist hier ein Auge irgendwo? Nee. Gut, dann eben wieder zurück. Wir haben ja leicht Zeit, wie man vielleicht weiß, ja? Wir spielen ja ein Let's Play, da geht ja nichts mit Eile. Es geht ja alles locker flockig dahin. Nein! Ja, dann hier wieder zurück und... Ah, die Geister nerven wieder etwas. Nicht viel, aber etwas nerven sie doch. So. Feder. Ja, wir rüsten den Bumerang aus, um etwas zu sparen. Zack. Und wir fahren wieder los. Mit der tollen Lore. Und ja. Ach ja. War klar, dass ich das nochmal machen muss. Nein. Na ja, toll. Habe ich wieder nicht beim ersten Mal geschafft. Auch nichts Neues. So, aber dieses Mal dafür. Ja. Gut, es geht nach unten, nach unten, nach unten. Da waren wir schon. Ich weiß gar nicht mehr, wieso, dass ich da vorhin umgedreht habe. Irgendwas war da, glaube ich. Vielleicht bin ich auch gestorben. Ich glaube, ich bin gestorben. Bin ich jetzt wesentlich besser dran mit meinen drei Herzen. Ja, stimmt. Ich bin da gestorben, weil ich mich von diesen blöden Fledermäusen runterwerfen habe lassen. Oder so, irgendwie war das. So. Diesmal nicht. Oder ist... nee. Bleibt das Herz etwas da? Ich würde nämlich gerne die Krüge zuerst heben. Ja, ist klar, dass sich das wieder absolut gar nicht ausgezahlt hat. Gut. Die fiesen Sprünge hätten wir. Wir haben noch einen... Ach ja, ich konnte hier gar nicht durch, weil ein Schlüssel fehlte. So. Ah, was ich suche, ist im Auge. Das Auge ist also gemein. Na toll, und hier ist der Masterschlüssel. Sehr schön. Und ich habe... wieder mal massig Weg umsonst gemacht. Eigentlich wäre es wahrscheinlich das Schnellste, mich einfach sterben zu lassen. Aber ist auch blöd. Nur das Problem ist natürlich, hier mit den vier Herzen werde ich wahrscheinlich bei den Gegnern eher ein kleines Problem haben, befürchte ich. Bin mir aber nicht sicher. Gegner! So. Gut. Und wahrscheinlich brauche ich die Schleuder bei dem Endgegner. So, jetzt kommen wieder meine Lieblingsgegner. Hier die tollen Zauberer. Die Zauberer von Oz. Wow. Jetzt hatte ich irgendwie eine Stromschwankung. Weil das höre ich ja so bei der Anlage, ne? Da hat man dann ein kurzes Krachen auf dem Lautsprecher. Hatte ich jetzt gerade, ja? Es ist wahrscheinlich der Schnee, der reißt wahrscheinlich gerade wieder mal die halben oberirdischen Leitungen um.
Zum Glück ist das meiste ja Gott sei Dank schon unterirdisch von den Stromleitungen. Früher war das echt... Also früher kann ich mich noch erinnern, da war das richtig, richtig oft, dass der Strom ausgefallen ist. Besonders eben, wenn richtig Sturm oder Schnee oder so war, da hat es die Strommasten umgerissen und... Ja, da gab es teilweise dann stundenlang keinen Strom. Logischerweise, weil die mussten das ja reparieren irgendwie, ne? Und irgendwie so ein kaputter Strommasten reparieren ist jetzt auch nicht so ohne, stelle ich mir mal vor. Ich meine, ich bin jetzt kein Energieversorgungsingenieur oder so, aber ich stelle mir mal vor, dass das jetzt nicht so einfach ist, ne? Aber das muss ich eigentlich sagen, seit das alles, danke, dass ihr mich hier runterschubst, ihr netten Kügelchen. Ja, seit das alles unterirdisch ist, gibt's da keine Probleme mehr. Oder echt weniger Probleme. Kann ich mich erinnern, das war ungefähr vor einem Jahr oder so. Da gibt es noch eine oberirdische Leitung bei uns in der Nähe. Und die ist direkt neben der Straße, ja. Und ich war eben auch gerade vom PC und so. Und ja, auf einmal war der Strom weg, ne? Dachte ich mir, okay, komisch. Kein Gewitter, kein Sturm, nix, ne? Guck ich beim Fenster raus, hat doch glatt einer mit dem Auto den Strommasten umgefahren. Ja, der ist wirklich von der Straße abgekommen, gegen den Strommasten geknallt und der Strommasten ist in drei Teile zerbrochen. Zum Glück ist dem nichts passiert. Der Strom war halt weg. Den restlichen Tag, ne? Verständlicherweise, weil das war wirklich irgendwie so, ja. Ganz, ganz toll war das. Naja. So, aber jetzt Endboss-Time. Da muss ich mich jetzt wohl... Oh, ein Schatten. Wohl oder übel konzentriert. Oh, schön. Wow. Ich denke mal, ich werde hier... Flupp. Kann ich die... Ah, nein, nein, nicht die Mama. Ja. Hab's verstanden, danke. Ich muss nur aufpassen, dass ich... Ah, genau, dass er das nicht macht. So. Wow. Hauptsache, der trifft mich auf immer. Das geht ja gar nicht. Ein schwerer Gegner. Da! Ich bin versucht, hier die Sturmkerne, die Pegasus-Kerne raufzulegen. Um einfach, um schneller abhauen zu können, ja. Genau, bringt nichts. Alter, der macht auch gleich Schaden, das gibt's ja nicht. Na komm. Mach auf das Auge. Eieiei. Ich hätte treffen müssen. Ja. Nein! Bin tot. Heieiei. Ja, natürlich probieren wir das gleich nochmal. Ah, ich starte sogar mit 4 Herzen, sehe ich gerade. Und schaff's trotzdem nicht. Naja, gut. Ich sag mal, nicht schlecht wäre wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier so einen Trank kaufen würde. Aber für Trank, glaube ich, habe ich jetzt sogar zu wenig Geld. Ja, ich lache deshalb, weil ich vorhin irgendwie für alles zu viel Geld hatte. Ich werfe mal mit Arcanum-Kernen. So. Gut, ja, und wir fahren wieder voller Freude zu dem Endboss. Natürlich haben wir hier wieder unsere obligatorischen Zauberer. Wäre ich doch glatt bald in den Boden reingebrochen. Also ich bin reingebrochen, aber nicht runtergestürzt. Das meinte ich eigentlich. Oh, der eine ist runtergefallen. Ach, wie arm. So. Wo bist du? Da ist er. Ja, da ist er. Sehr schön. So, fall runter. Gut. Okay, okay. So, hier. Wunderbar. Okay, das haben wir. Es wäre gut, wenn hier ein paar... Danke. Lass mich. Ja. Autsch, natürlich trifft mich das Ding. Ja, und jetzt muss ich noch gucken, dass ich hier irgendwo noch ein paar Herzchen finde, weil ohne volle Energie gehe ich da nicht rein. Das bringt nichts. Den Gegner lassen wir mal. Aber dort sind eh so viele Krüge da drüben. Vielleicht habe ich ja Glück. Ah, und sogar der Gegner lässt auch ein Herzchen fallen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ich müsste gucken, ob ich hier das Level 2 Schwert vielleicht bald mal bekomme. Weil das bekomme ich nämlich am Ende des Tauschquests auch, soweit ich das gelesen habe. Aber ich glaube, das kann ich mir noch nicht holen. Bin ich mir jetzt nicht sicher.
Aber das Level 2 Schwert würde wahrscheinlich auch einiges bringen, weil so von Stärke und so. Autsch, natürlich, danke. Natürlich trifft mich die Fledermaus. Hätte auch nicht anders sein dürfen. So, und rein da nochmal.